Das Reisen und das, was wir heute Urlaub nennen, ist ja auch eine Reaktion auf unsere Arbeitswelt. Wir möchten uns vom Arbeitsleben etwas erholen. Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Den eigenen vier Wänden einmal entfliehen. Ob mit Freunden, mit dem Partner oder alleine. Reisen ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Die einen lehnen es aufgrund der schlechten Umweltbilanz ab, mit dem Flugzeug zu fliegen. Die anderen schwören auf die Kolosse aus Aluminium und Carbon. Dann doch lieber mit dem Zug, denken sich viele. Und merken dann, dass es keine Zugverbindung zwischen Frankfurt und New York gibt. Ärgerlich, oder? In unserem Podcast 4 Meter tief wagen wir heute einen Kopfsprung in das Thema Reisen. In unserer ersten Folge reden wir über die Geschichte des Reisens. Keine Sorge, das wird nicht langweilig. Geschichte ist nämlich nie langweilig. Professor Christian Kleinschmidt von der Uni Marburg beschäftigt sich mit der Geschichte des Reisens. Und die hat sich seit dem 19. Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes rasant entwickelt. Postkutsche und Eisenbahn wurden vom Dampfkreuzer und dem Zeppelin abgelöst, bevor das Zeitalter des Flugzeugs anbrach. Nach dem Krieg fuhren ganze Familien im VW Käfer über die Alpen, um in das deutsche Sehnsuchtsland Italien zu reisen. Und heute? Ob mit dem Auto, mit dem Flugzeug, dem Kreuzfahrtschiff oder einfach mit dem Rucksack durch die Welt. Die Möglichkeiten sind vielfältiger denn je. Was hat sich denn seit 200 Jahren alles verändert? Und wie haben gesellschaftliche Entwicklungen dafür gesorgt, dass wir heute reisen, wie wir es tun? So viel vorweg. Geändert hat sich eine ganze Menge. Herr Kleinschmidt, guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht direkt am Anfang. Wie hat sich denn das Reisen in den letzten Jahren entwickelt? Wenn Sie nach den letzten Jahren fragen, dann können das die letzten 10 oder 20 Jahre sein oder auch die letzten 40 oder 50. Ich würde sagen, Sie haben das einleitend eigentlich schon ganz gut beschrieben. Es gibt einen Trend in Richtung Diversifizierung. Ich würde sagen, alles ist möglich. Das Reisen hängt ja vor allem von der zur Verfügung stehenden von Zeit und Geld ab. Und insofern haben Menschen mit höheren Einkommen natürlich mehr Möglichkeiten zu verreisen. Aber wir sehen, und das gilt auch schon für die Zeit vor 40, 50 Jahren, dass auch Menschen mit geringeren Einkommen Möglichkeiten haben zu reisen. Und es gibt eben 1000 Anlässe, irgendwo hinzufahren und zu verreisen, auch etwa für Menschen mit geringem Einkommen wie Studierende, die, und das ist ein neuer Trend, interessanterweise, der aufbaut auf Entwicklungen, die schon vor 50 Jahren gab. Ich habe das auch gemacht, Interrail. Interrail scheint jetzt wieder in Mode zu kommen, gefördert von der Europäischen Gemeinschaft, von der Europäischen Union. Und da kann man für wenige 100 Euro durch ganz Europa reisen. Und gleichzeitig haben wir nach wie vor etwas, was vor 70 Jahren entwickelt wurde, die Pauschalreise. Wir haben individuelle Reisen, wir haben Bildungsreisen, wir haben Paddelreisen und Flugzeugreisen. Es gibt eigentlich alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt, und das ist eine Entwicklung, wie wir sie so, glaube ich, noch nie gehabt haben. Interessanterweise höre ich aber, wenn Sie nach ganz aktuellen Trends fragen, dass aufgrund der Wirtschaftskrise aktuell, aufgrund verschiedener anderer Einflüsse, offensichtlich Reisebüros darunter leiden, dass Menschen nicht mehr ganz so häufig in Urlaub fahren. Es war ja inzwischen fast üblich, 2 bis 3 Mal im Jahr zu verreisen, und das ist offensichtlich weniger geworden, aber das kann auch nur ein aktueller Trend sein, der sich in paar Jahren wieder ändert. Was waren denn immer Orte der vergangenen 50, 60, von mir aus auch gerne 70 Jahre, wo Menschen gerne hingereist sind? Auch das hängt ja wieder davon ab, was Sie für ein Budget haben, was Ihnen zur Verfügung stand. Man kann sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, wenn wir über Deutschland sprechen, müssten wir eigentlich auch über die DDR sprechen, aber sich sozusagen konzentrische Kreise um das Land gelegt haben, die die Urlaubsorte markiert haben. Und das waren zunächst die Länder, die in der Nähe waren. Also zunächst mal fuhr man sowieso und machte man Urlaub in Deutschland, in den Mittelgebirgen, in den Alpen, an Nord- und Ostsee. Und die ersten Länder, wo man dann ins Ausland hinfuhr, waren sicherlich Österreich. Ich kann mich erinnern, wir selber sind erstmals in die Niederlande gefahren, Mitte, Ende der 60er Jahre. Und dann kam das große Sehnsuchtsland Italien als Land, wo man dann erstmals ins Ausland hinfuhr. Das war tatsächlich Millionen, die nach Italien gereist sind. Ich würde tatsächlich sagen, das ist in der Tradition der Italien-Sehnsucht der Deutschen etwas gewesen. Aber das ließ dann nach, und auch nach Österreich fuhr man nicht mehr ganz so häufig. Weitere, größere Entfernungen spielten dann eine Rolle, also Länder, die über größere Entfernungen zu erreichen waren, wie zum Beispiel Spanien. Spanien hat dann Italien als das Reiseland Nummer 1 abgelöst, und das hing natürlich auch mit veränderten Verkehrsentwicklungen und Verkehrsträgern zusammen.
gerade beim Thema Spanien. Ab wann könnte man denn sagen, trendet denn Spanien als Urlaubsziel? Ja, nach Spanien zu fahren, das sind ja schon 2000 Kilometer ungefähr. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir in den 60er Jahren zunehmend auch auf Flugreisen zurückgreifen können. Und das wiederum hängt mit der Entwicklung der Pauschalreise zusammen. Also es ist dann auch für Menschen mit mittleren oder auch etwas niedrigeren Einkommen möglich, sich eine Flugreise zu gönnen. Das war bis in die 50er Jahre hinein eigentlich unmöglich. Und seitdem trendet Spanien und insbesondere natürlich beispielsweise Mallorca. Das wird ja dann quasi der neue Sehnsuchtsort der Deutschen. War denn die Franco-Diktatur kein Problem, bis 1974 nach Spanien zu reisen? War man als Urlauber eher unbehelligt oder musste man doch achten, was man sagt? Ich glaube, die Überlegung, dass die politischen Verhältnisse in einem Land einen davon abhalten können, dorthin zu fahren oder zu fliegen, sind bei vielen Menschen vergleichsweise gering. Also die Entscheidung für eine Urlaubsreise wird davon nicht abhängig gemacht. Und das war im Falle der Franco-Diktatur auch der Fall. Und das können sie auch viele andere Länder übertragen. Also die politischen Verhältnisse in der Türkei scheinen niemanden davon abzuhalten oder nur wenige Menschen davon abzuhalten, in die Türkei zu fliegen. Und für manche andere Länder gilt das auch. Ich glaube, dass manche auch gar nicht wissen, welche politischen Verhältnisse in manchen südamerikanischen Ländern oder in manchen Ländern Asiens liegen. Da fährt man dann trotzdem hin. Ja. Entscheidend ist das Klima dort. Man möchte einen schönen Urlaub haben, man möchte am Strand liegen. Aber wie gesagt, die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Das kann man nicht immer über einen Kamm scheren. Wir haben sehr unterschiedliche Interessen, was das Reisen anbelangt. Die sind einfach sehr individuell. Wenn wir den Horizont nochmal ein bisschen erweitern, wenn wir zwischen Urlaubs- und Expeditionsreisen unterscheiden, wenn wir jetzt mal ins 19. Jahrhundert blicken, Alexander von Humboldt und ähnliche, die gesagt haben, wir gehen jetzt mal die Welt entdecken, war unsere Gesellschaft nicht von Anfang an dafür zu haben, ihren Horizont zu erweitern? Diese von Ihnen erwähnte Art des Reisens, Sie sprechen von Expedition, die steht vielleicht eher in der Tradition einerseits der Grand Tour des Adels. Adlige haben seit dem 17., 18. Jahrhundert, also vor allen Dingen die Söhne von Adligen, um die große weite Welt kennenzulernen, wie ich es mal formulieren würde, um Erfahrungen zu sammeln, um Sprachen zu lernen, um andere Kulturen kennenzulernen. Man würde Soziologen führen, vom kulturellen Kapital sprechen, was man durch Reisen erwirbt. Das hat es dann ab dem 19. Jahrhundert nicht nur beim Adel gegeben, sondern, und das ist ein Trend, der seit der Aufklärung zu beobachten ist, das war die klassische Bildungsreise, die bildungsbürgerliche Reise. Also das Reisen setzt sich sozusagen schichtenspezifisch von oben nach unten durch. Man könnte von Trickle-Down-Effekten sprechen. Und die Bildungsbürger reisen auch, um das Fremde, das andere kennenzulernen. Das ist eine Art Neugier. Man möchte sich informieren. Und diese Trends sind nach wie vor ungebrochen. Wir haben ja heute auch noch zum Teil Reiseanbieter, die genau für ein solches bildungsbürgerliches Publikum entsprechende Reisen anbieten. Da lernt man dann Land und Leute und Kulturen kennen. Das gibt's nach wie vor. Sie sagten jetzt, gerade die Söhne der Adligen waren unterwegs, wenn es ums Thema Reisen ging. Wer konnte sich denn damals, und damals reden wir jetzt, sagen wir mal 1910, 1920, wer konnte sich denn damals Reisen leisten? Das waren vor allen Dingen bürgerliche Schichten, also der heute würde man vielleicht vom Mittelstand sprechen, das ist eine etwas undefinierbare Größe, aber ich würde dazu rechnen, Kleinbürger, Angestellte, Beamte natürlich, Menschen mit höherem Einkommen sicherlich auf jeden Fall auch. Also das Bildungsbürgertum in allen seinen Facetten, aber es ging bereits, Sie sprechen vom Beginn des 20. Jahrhunderts, also von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da entwickelt sich im Arbeitsleben, und das darf man nicht vergessen, das Reisen. Und das, was wir heute Urlaub nennen, ist ja auch eine Reaktion auf unsere Arbeitswelt. Wir möchten uns vom Arbeitsleben etwas erholen und dafür brauchen wir Zeit. Und diese Zeit musste erkämpft werden, wenn man im Industriebetrieb arbeitete, beziehungsweise erstritten werden. Oder man versuchte über Tarifverträge, und das war eine Entwicklung, die erst in die 20er Jahre fällt, weil vorher haben wir das nicht, festzulegen, das ist für Beschäftigte in Industrieunternehmen oder in Unternehmen überhaupt Urlaubstage gibt. Ja, und das fing mit einigen wenigen Tagen an, 3-4 Tagen, und heute sind wir bei 6 Wochen. Und diese freie Zeit, diese Urlaubszeit, die nutzen wir sehr gerne für Urlaub.
Urlaubszeit kann ja auch in anderer Art und Weise genutzt werden, und zwar in propagandistischer Weise. Wenn wir mal über die Nazi-Zeit sprechen, Kraft durch Freude, Wilhelm Gustloff als das Dampfschiff der Superlative, das KdF Bad Prora auf Rügen. Also Urlaub scheint ja auch politischen Machthabern wichtig zu sein, damit ein Volk sich entspannen kann und engagiert an die Arbeit gehen kann. Das ist richtig. Ich bin ganz froh, dass Sie Wilhelm Gustloff erwähnen, weil das so ein bisschen das ist, was häufig hängen bleibt. Ja, auch Arbeiter im Nationalsozialismus konnten reisen. Das war ja auch die Propaganda. Sie haben von Propaganda gesprochen. Das ist auch ganz richtig. Aber das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Autobahnbau und den Errungenschaften aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, Arbeiter konnten reisen, konnten auch mit der Wilhelm Gustloff oder mit anderen großen Schiffen die große weite Welt entdecken. Und sie haben auch recht damit, dass solche, ich würde unter dem Begriff der Sozialpolitik und der propagandistischen Konsumgesellschaft, die im Nationalsozialismus eine Rolle gespielt hat, auch zur Legitimation und Absicherung dieses Regimes. Und das stellt man bei allen autoritären Regimen fest. Sie müssen einem Teil der Bevölkerung etwas bieten, um entweder gewählt zu werden oder an Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen. Dazu gehören sozialpolitische Leistungen und Urlaub und Urlaubsversprechen und die Bereitstellung von Urlaubstagen und den Möglichkeiten zu verreisen. Das war im Nationalsozialismus auch so. Aber man muss genau hinschauen und gucken, wer ist denn zum Beispiel mit der Wilhelm Gustloff verreist und hat eine Tour nach Norwegen gemacht oder Madeira. Das ist auch so etwas, was immer wieder zitiert wird. Und es gibt entsprechende Plakate, bunte Plakate aus der Zeit des Nationalsozialismus, die das belegen. Der größte Teil der Reisen über die Organisation Kraft durch Freude waren 3 Tagesreisen übers Wochenende an die Mosel beispielsweise oder ins Sauerland. Und das haben tatsächlich viele Menschen gemacht, die waren hochsubventioniert, haben also wenig Geld gekostet und es war ein Anreiz, damit zu verreisen. Es gibt auch viele persönliche nette Erinnerungen an solche Reisen. Aber die großen Schiffsreisen, das haben nur 1,5% der Menschen überhaupt gemacht in der Zeit des Nationalsozialismus. Und davon waren die wenigsten dann auch Arbeiter oder Menschen mit geringeren Einkommen, sondern das spiegelte dann eigentlich eher die Tatsache wieder, dass auch Menschen dann, die höhere Angestellte waren oder bessere Einkommen hatten, solche Reisen gemacht haben. Also da darf man sich nichts vormachen. Das fällt unter sozusagen Propaganda des Nationalsozialismus, die sich eben auch im Reisen widerspiegelt. Wenn wir über das Thema Schifffahrt reden oder Reisen mit dem Schiff, Transatlantikkreuzfahrten waren doch schon seit frühester Zeit ein Thema, um entweder als Emigrant auszuwandern oder vielleicht auch mal um Verwandte zu besuchen. Wann beginnt denn die Zeit der Transatlantikkreuzfahrt? Naja, das sind Entwicklungen, die vor allen Dingen mit der technischen Entwicklung der Dampfschiffe dann eine Rolle spielen. Und das ist so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es gibt ja sehr unterschiedliche Motive, solche Fahrten zu machen. Also wer auswandert, der macht keinen Urlaub, sondern der hat ein ganz bestimmtes Ziel, weil er sich eine bessere Welt, in der besseren Welt, in der neuen Welt erhofft, in den USA beispielsweise. Gereist wurde auch häufig aus beruflichen Gründen. Ich habe selber mich mal damit beschäftigt, dass viele Unternehmer seit Ende des 19. Jahrhunderts in die USA gefahren sind, um sich vor Ort die neue Wirtschaftsmacht USA anzuschauen und zu schauen, was ist der Erfolg der dortigen Unternehmen, wie sind die organisiert, was machen die? Und da ist man natürlich mit dem Schiff gefahren, weil das Flugzeug zu der Zeit eben noch nicht zur Verfügung stand. Kreuzfahrten wie die, die Sie jetzt gerade genannt haben, mit Zweck Urlaub, die gibt es dann eigentlich erst in größerem Stil seit dem 20. Jahrhundert. Ich würde sagen, nach dem Ersten Weltkrieg fängt das so langsam an. Und das, was wir heute sehen, die großen Kreuzschiffe, die dann die ganze Welt bereisen, das ist eine Entwicklung, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit größerem Stil stattfindet. Sie haben jetzt wieder das Flugzeug erwähnt, deswegen schließe ich jetzt da auch mal den Kreis. Wann wurden denn Flugreisen wirklich bezahlbar? War das erst, nachdem die Propellerflugzeuge durch die Jets abgelöst wurden, oder war das schon vorher der Fall? Naja, die Propellerflugzeuge wurden durch die Jets in den 60er Jahren, ab Mitte der 60er Jahre abgelöst. Und das ist tatsächlich auch die Zeit, in denen sich diese Flugreisen für Urlaubsreisen im Zusammenhang mit Urlaubsreisen durchsetzen. Das hat wahrscheinlich weniger mit der technischen Entwicklung zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg diese auf Thomas Cook zurückgehenden Pauschalreisen durchgesetzt haben. Und da ging es ja darum, Massen zu bewegen. Und da spielen ökonomisch gesprochen die sogenannten Economies of Scale
Klientel eine Rolle. Also je mehr man von einem Gut herstellt, desto preiswerter wird es. Und das gilt eben auch für solche Reisen. Die Flugzeuge sind so groß, dass da ja hunderte von Personen mitfliegen können. Und wenn man dann Vertragshotels vor Ort hat, beispielsweise in Spanien oder auf Mallorca, dann kann man das sehr gut sozusagen kostenmäßig nach unten verlagern, sozusagen die Preise anbieten, zu denen sich auch Menschen mit geringeren Einkommen solche Reisen leisten können. Und da sieht man dann tatsächlich, dass so ab Mitte der 60er Jahre die Flugzeugreisen eine größere Rolle spielen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir immer mehr Wettbewerber haben, also Reisebüros, die solche Reisen organisieren. Denken Sie an TUI, Neckermann und so weiter. Neckermann entsteht so Mitte der 60er Jahre. Also auch Konkurrenz belebt das Geschäft und das wirkt sich dann eben auch auf die Flugreisen auf. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das würde ich gerne nochmal machen, ist das Thema, Sie haben es genannt, zur KDF-Zeit mal in Sauerland oder an die Mosel. Wie sieht es denn aus mit wirklich exotischen Zielen? Südsee, Australien, Südafrika. Ab wann war denn möglich, dorthin hinzureisen? Oder vor allen Dingen die Frage, war es ein Wunsch, dorthin zu reisen? Ja, da würde ich anschließend an Ihre Frage von vorhin, also die konzentrischen Kreise und die Ausweitung der Reiseziele nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Italien, Österreich, Spanien, kommt dann in den 70er, 80er Jahren, würde ich vielleicht sagen, die Entwicklung, dass man exotische Reiseziele auswählt. Und also ganz exotisch sind zum Beispiel die USA ja nicht, aber heute gehört ja praktisch Florida, ist auch so ein Sehnsuchtsort, wo sehr viele über den Winter hinfliegen. Aber ich glaube, Sie sprechen eher an Asien, Südamerika, Bali beispielsweise, ist auch so ein exotisches Reiseland, was nach wie vor an Anziehungskraft nicht verloren hat. Das sind Reiseziele, die im Unterschied zu Mallorca, Spanien und so weiter nicht ganz so häufig angeflogen werden, wo das hängt auch immer von der entsprechenden Infrastruktur vor Ort zusammen. Wie viele Hotels gibt es da? Wenn man nach Nepal fliegt, ist das eher eine Individualreise. Das muss man auch individuell buchen. Da gibt es keinen Massentourismus in dem Sinne. Das spricht auch für eine Diversifizierung und Individualisierung der Reiseziele. Das ist alles möglich und wird auch gemacht. Aber da sind die Flüge dann doch schon, glaube ich, ein bisschen teurer. Und das ist eher für Menschen, entweder die einen hohen Bildungsanspruch haben und aus diesem Grunde solche Ziele bevorzugt anfliegen auch, oder Menschen mit relativ hohem Einkommen, die sich auch mal eine Schiffsreise ans Nordkap oder in Südpol oder wie auch immer, ne? Das sind so exotische Sachen, Individualtouren. Also würden Sie die Hurtigrouten eher als Individualtour ansehen und nicht quasi als klassische Urlaubsreise? Die Hurtigrouten sind, die haben eine lange Tradition. Die sind, ich weiß nicht genau wann, ich denke mal so in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts tatsächlich aus diesen Postschiffverbindungen in Norwegen hervorgegangen. Und da haben Menschen sehr individuell, da standen immer nur 2, 3 Plätze zur Verfügung, da konnte man mit den Postschiffen durch Norwegen an der Küste entlangfahren. Und das ist irgendwann mal kommerzialisiert worden. Also das, was wir heute haben mit den Hurtigrouten, das sind wahrscheinlich ähnliche Routen, aber das sind ja dann Schiffe, die nur genau deswegen geschartert werden oder fahren, weil sie Touristenströme bedienen wollen. Das ist also ein Massenphänomen, das aus solchen individuellen Bildungsreisen hervorgegangen ist. Sie haben vorhin über Interrail gesprochen, als neuen oder wiederkehrenden Trend. Seit wann reisen wir denn mit der Eisenbahn? Das ist ähnlich wie mit dem Schiff, denn da spielt die Dampftechnologie natürlich eine Rolle. Und seitdem die entwickelt wurde in Großbritannien, gibt es dann eine Dampfeisenbahn, die in Großbritannien in den 1820er Jahren, in Deutschland kommt das etwas später, ne, die erste Eisenbahnverbindung zwischen Nürnberg und Fürth, diese kurze Strecke von 6 Kilometern, war 1835. Und dass sich die Eisenbahn als Verkehrsmittel auch für Reisen und Urlaube dann prädestiniert, das geht so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts los. Und bevor es den Massentourismus gibt, fahren Leute dann beispielsweise in die Kur. Ja, Kuren ist ja auch eine Art des Reisens. Das Urlaub ist nicht ganz richtig, aber des Verreisens. Und da steht vor allen Dingen dann für etwas größere Entfernungen die Eisenbahn, die Dampfeisenbahn zur Verfügung. Und im 20. Jahrhundert kommt dann auch die Busreise dazu, bevor dann die eigentliche Individualreise mit dem Automobil kommt. Aber dann sind wir schon weit im 20. Jahrhundert. Das Automobil hat alle anderen Verkehrswege abgelöst. Ja, das kann man so sagen. Es gibt Statistiken, bei denen man sehr schön sehen kann, dass im Verlauf des 20. Jahrhunderts die Eisenbahn
zunächst mal der dominante Verkehrsträger war und die nimmt sehr stark ab. Also Reisen mit der Eisenbahn gehen sehr stark zurück seit den 1950er Jahren, also seit es Massentourismus gibt. Und mit dem Aufkommen des Individualverkehrs durch den Pkw nimmt das praktisch umgekehrt proportional zu. Dazwischen liegt noch die Busreise, aber die geht auch deutlich zurück. Und die großen Gewinner sind dann zunächst mal seit den 50er, 60er Jahren das Automobil, aber da darf man sich auch nichts vormachen. Also in den 50er Jahren wird auch viel noch mit dem Motorrad gereist, also individuelle Urlaubsreisen. Das darf man nicht vergessen. Und das Automobil setzt sich also als Massentransportmittel in dem Sinne, dass ein Großteil der Bevölkerung oder der Haushalte über ein Automobil verfügen. Das sind ja erst die 1960er, 70er Jahre. Also in der Wende, Anfang der 70er Jahre, haben mehr als 50% der bundesdeutschen Haushalte ein Automobil und erst da ist das Automobil der Verkehrsträger Nummer eins für den Urlaub. Ne? Und dann kommt eben auch sehr stark das Flugzeug seit den Mitte der 1960er Jahre. Lassen Sie uns doch nochmal kurz die DDR ansprechen. Reisemöglichkeiten in der DDR waren ja in der Regel darauf beschränkt, an die Ostsee zu fahren oder Richtung Bulgarien, richtig? Nee, das kann man so nicht sagen. Also Ostsee natürlich war das prädestinierte Reiseziel, aber Thüringen war natürlich auch sehr beliebt, bestimmte Regionen, Mittelgebirgslandschaften. Wir haben ja in der DDR, in der früheren DDR, entweder vor allen Dingen den Norden als Reiseziel, das ist die Ostsee tatsächlich, und den Süden, das sind die Mittelgebirge. Und die sind auch sehr stark frequentiert. Und ähnlich wie in der Bundesrepublik kommen dann später auch Auslandsreiseziele. Und da steht an der Spitze die Tschechoslowakei, die Sowjetunion und anfangs auch Polen, zumindest bis in die 70er Jahre. Polen wird dann sozusagen politisch etwas schwieriger durch die Aufstände dann in den 60er, vor allen Dingen dann in den 70er Jahren 1980. Und da bricht das Reiseland Polen ein, aber die Tschechoslowakei bleibt das wichtigste und beliebteste Auslandsziel. Also Prag zum Beispiel. Prag ist das Amsterdam des Ostens, könnte man sagen. Während viele Jugendliche in Westdeutschland nach Amsterdam und nach Paris gereist und nach London, fahren die ostdeutschen Jugendlichen sehr gerne nach Prag. Ist auch eine tolle Stadt. Vielleicht nochmal abschließend, was fasziniert uns am Reisen? Ich glaube, das kann man in einem Satz gar nicht so zusammenfassen, weil es, ich sprach vorhin von der Diversität der Reiseziele und der Reisemotive und dazu gehört, glaube ich, einerseits das Motiv, das andere, das Fremde kennenzulernen und sich damit mal zu konfrontieren. Wir sind ja, selbst wenn wir 6 Wochen Urlaub haben, 30 Urlaubstage, den größten Teil unseres Lebens verbringen wir hier zu Hause, am Arbeitsplatz sehr stark, gucken auf das nächste Haus oder auf irgendwelche Straßen und das Auge hat dann nicht sehr viel Abwechslung zu sehen. Das machen wir am Wochenende, da gehen wir mal spazieren, fahren irgendwo hin. Aber die Freude und die Vorbereitung und das geradezu Ersehnen des Urlaubs und die Tatsache, dass wir so häufig über Urlaub sprechen, ist ja ein Hinweis darauf, dass die Ausnahmesituation, also einen Ortswechsel vorzunehmen, woanders hinzufahren und sich, wie ich das sagte, mit dem anderen und dem Fremden zu konfrontieren, eine ganz große Rolle spielt. Entspannung zu haben, die haben wir zwar auch nachmittags, wenn wir nach Hause kommen und den Griffel aus der Hand fallen lassen und sicherlich auch am Wochenende, aber mal über einen längeren Zeitraum hinweg nichts zu tun. Und das ist ein Begriff oder ein Begriff, der dafür heutzutage ganz aktuell immer häufiger zu hören ist, ist das Chillen. Wenn man Leute fragt, vor allen Dingen jüngere Leute, ist auch häufig eine Generationenfrage, was sie gerne machen, dann chillen. Die kommen nach Hause und chillen. Und Urlaub wird häufig auch benutzt, um zu chillen. Also auszuspannen, hätte man früher zu sagen, mal nichts zu tun und einfach den lieben Gott einen schönen Mann sein lassen. Nee, das heißt anders, aber so ähnlich. Also nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. So könnte man sagen. Vielen Dank, Herr Kleinschmidt. Das war unser Deep Dive zum Thema Geschichte des Reisens. Wenn ihr mehr über das Reisen erfahren wollt, dann empfehle ich euch unsere weiteren Folgen. In den kommenden Wochen sprechen wir mit einer Flugbegleiterin, reden darüber, wie es ist, alleine zu reisen und stellen uns einem eher ungewöhnlichen Thema, der letzten Reise des Lebens. Bleibt neugierig und taucht auch wieder mit uns 4 Meter tief. 4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives?
Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.